Wir sind uns des Konzepts der Asteroiden und ihres Verbleibs im Bereich unseres Kosmos wohl bewusst. Wir sind uns auch des Gravitationsfeldes im Weltraum bewusst, das diese Asteroiden anfällig für Kollisionen macht. Aber wussten Sie, dass es sich in der Vergangenheit um einen Asteroiden handelte, der das Aussterben der Dinosaurier auf der Erde auslöste? Und wissen Sie, dass in der Nähe unseres Planeten ein Asteroid von fast der Größe einer Stadt umherstreift? Und dass es mit der Erde kollidieren könnte, was zu tödlicher Zerstörung und sogar zum Aussterben der Menschheit selbst führen könnte? Sind wir auf Armageddon vorbereitet? Als unser Sonnensystem vor etwa 4,5 Milliarden Jahren aus einer dichten Wolke aus interstellarem Gas und Staub entstand, bildete es eine rotierende, wirbelnde Materialscheibe. Die Schwerkraft im Zentrum wurde enorm, zog Material an und setzte enorme Energie frei, was zur Entstehung der Sonne führte. Die bei der Entstehung der Sonne freigesetzte Energie war so groß, dass Materie noch weiter draußen im Weltraum zu verklumpen begann. Durch die starke Anziehungskraft begannen diese Klumpen weiter ineinander zu zerfallen und größere Objekte zu bilden. Einige von ihnen wurden so groß, dass ihre Schwerkraft sie zu Kugeln formte und so zu Planeten, Zwergplaneten und großen Monden wurde. In anderen Fällen wurden keine Planeten gebildet. Diese verwaisten Klumpen, die Überreste des frühen Sonnensystems, wanderten weiterhin frei zwischen Mars und Jupiter umher und bildeten den Asteroidengürtel. Es wird geschätzt, dass der Gürtel zwischen 1,1 und 1,9 Millionen Asteroiden mit einem Durchmesser von mehr als 0,6 Meilen und Millionen kleinerer Asteroiden enthält. Was wäre, wenn der größte Asteroid aus diesem Gürtel auf die Erde stürzen würde? Welches Blutbad könnte ein solcher Asteroid, fast so groß wie eine Stadt, Ihrer Meinung nach anrichten? In diesem Gürtel befindet sich der Asteroid Vesta, der mit einem Durchmesser von 329 Meilen größer ist als die Stadt Chicago. Es liegt etwa 100 Millionen Meilen von der Erde entfernt. Angesichts der unfassbaren Größe des gravitativen Schubs und Ziehens im kosmischen Bereich könnte diese Nähe manipuliert werden. Dadurch wird dieser gigantische Asteroid anfällig für Kollisionen, wodurch ein apokalyptisches Maß an Zerstörung entsteht. Vesta entstand früh, innerhalb von 1 bis 2 Millionen Jahren nach der Geburt des Sonnensystems, und hat sich ähnlich wie die Erde in Kruste, Mantel und Kern aufgeteilt. Die Oberfläche von Vesta besteht aus Hauerit, Eukrit und Diogenit-Meteoriten, von denen einige sogar auf der Erde gefunden wurden. Es besteht aus einem metallischen Eisen- und Nickelkern mit einem Durchmesser von 132 bis 140 Meilen und einem darüberliegenden felsigen Olivinmantel mit einer Oberflächekruste. Tatsächlich ist Vesta von allen vorher und nachher entdeckten Asteroiden der hellste, der mit bloßem Auge gesehen werden kann. Dank seiner Größe und der Beschaffenheit seiner Oberfläche. Was würde also passieren, wenn ein Asteroid, sagen wir mal so groß wie Vesta, die Erde treffen würde? Es wird einen Krustentsunami geben. Während der Einschlag von Vesta weder die Achse noch die Umlaufbahn der Erde verschieben würde, wird er mit Sicherheit die Erdkruste zum Bluten bringen. Die Kraft wird Material in den Himmel schleudern, das weit über den Weltraum hinausreicht. Vergessen Sie nicht, dass Vesta schließlich ein Gestein aus dem Weltraum ist, das zwangsläufig eine Krater mit einer Höhe von etwa 24.000 Fuß und einem Durchmesser von 3000 Meilen entstehen lässt. Bei seinem Abstieg zur Erde wird der Asteroid eine unvorstellbare Hitze und einen unvorstellbaren Luftdruck aufbauen, wodurch das Meerwasser mit einer Geschwindigkeit von 1 bis 2 Zoll pro Sekunde verdampft. Dadurch wird das verdampfte Meeresland großer Hitze ausgesetzt und verwandelt sich schließlich in einen Ozean aus Lava. Ob Sie es glauben oder nicht, selbst die Kraft des Feuersterns vor dem Asteroiden wird Dinge in Brand setzen. Ab dem Einschlagpunkt wird es mindestens einen Tag dauern, bis das Gestein die Erde vollständig umhüllt. Es wird etwa ein Jahr lang unter der Wirkung des verdampften Gesteins bleiben und die gesamte Oberfläche des Planeten in Asche verwandeln. Innerhalb eines Monats wird die Erde völlig unfruchtbar sein. Macht Ihnen das nicht ein bisschen Angst? Das Verschwinden der Menschheit vom Erdboden? Es gibt zwar keine Vorhersage, dass Vesta in absehbarer Zeit mit der Erde kollidieren wird, aber die bloße Anwesenheit eines solchen Szenarios jagt uns einen Schauer über den Rücken. Wenn Sie dieses Video interessant fanden, klicken Sie auf die Schaltfläche Gefällt mir und vergessen Sie nicht, Orbit Deutsch zu abonnieren.
Klicken Sie auf das Glockensymbol, um auf dem Laufenden zu bleiben, während wir viele weitere Geheimnisse lüften. Orbit. Jenseits des Blaus.